Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr per Link Aggregation bzw. Portbündelung einen SIXL Switch mit einem Unify Switch verbinden könnt und später dann auch noch bzw. gleich im Anschluss VLANs draufpacken könnt. Zunächst melden wir uns beim SIXL Switch an. Müssen wir natürlich wissen, welche Ports aktuell verwendet werden. Ich würde euch einmal die zeigen, die ich schon erstellt habe. Dann gehen wir einmal auf auf Configuration, auf Link Aggregation und auf Lag Management. Da sehen wir aktuell die zwei Lags, die existieren. Einmal das eine Lag, damit ist mein CUNA bzw. jetzt mein Synology NAS auf zwei Ports verbunden. Die habe ich gebündelt. Und das, was für uns wichtig ist, ist einmal das Lag-Management für den Switch. Also an sich klickt ihr auf Add, wählt entweder Static oder LACP aus, je nachdem, was euer Endgerät kann. In meinem Fall LACP. Wählt die Ports aus, die gebündelt werden sollen. Als Beispiel zwei Stück, wie zum Beispiel 3 und 5. Und wenn wir dann auf Apply machen, werden direkt die Ports gebündelt. Wichtig, ihr müsst das an beiden Stellen gleichzeitig machen, da sonst der Uplink tot ist, beziehungsweise keine Kommunikation mehr aufgebaut werden kann. In dem Fall drücken wir auf Abbrechen, weil ich habe meinen ja schon angelegt. Gehen einmal wieder in Lag-Management. Genau. Port 2 und 4. Das sind in dem Fall die beiden Kabel, die hoch zu dem Unify-Switch gehen. So, dann gehen wir einmal in den Unify-Controller und schauen uns auf der Seite einmal an. Gehen einmal hier hin, gehen einmal auf Geräte, bekommen hier einmal den Switch angezeigt und wir sehen schon die zwei Pfeiler, also beziehungsweise der Pfeil nach oben heißt, es ist ein Uplink und dadurch, dass zwei Pfeile sind, haben wir hier schon die Ports gebündelt. Können wir uns anschauen, indem wir hier auf Ports gehen und wir sehen, wenn ich hier auf den zweiten Port gehe, hier gibt es keinen Anpassungssymbol. Das heißt, hier geht man dann auf Bearbeiten und kann hier standardmäßig ist es auf Switching und man kann hier aggregieren, also in dem Fall Link Aggregation einrichten. Liegt halt daran, dass das naja, bescheiden übersetzt ist, sage ich jetzt mal. Und dann trägt man da die Ports ein. Klar, geht auch mehrere Ports, bis zu vier Stück. Kennt man zum Beispiel von den großen NAS-Systemen, die haben vier 1 Gigabit Ethernet-Ports. In meinem Fall sind es zwei Stück. Später kommen dann die beiden Ports noch an den Windows-Rechner. Da gibt es dann nochmal ein Video, wie wir zwei Ports in Windows 10 verbinden können. Zwei Ethernet-Ports. Genau. Hier wird das angegeben. In meinem Fall ist der Unify-Controller extern. Das heißt, nicht im internen Netz gehostet. Das heißt, falls der Controller oder ähnliches keine Verbindung oder beziehungsweise das Endgerät, wie zum Beispiel der Switch, keine Internetverbindung hat, kann er natürlich auch nicht konfiguriert werden. Deswegen habe ich es in dem Fall so gemacht, dass ich ein drittes Kabel noch angeschlossen hatte, um sicherzugehen, dass ich den einen Befehl, erst den Befehl hier auf dem Switch erteilt habe über die Konfiguration und danach auf dem SIXL Switch, damit die dann gegenseitig sich verbunden haben. Es dauert circa so eine Minute und dann hat man zwei Uplinks anstatt nur einen. Hier sieht man noch andere Sachen, aber die gehe ich später nochmal durch. So, genau, jetzt kommt noch VLAN. Das ist recht wichtig, wenn man zum Beispiel Gasnetz hat. Wir sehen schon hier zum Beispiel, mein AP hat eine andere IP-Adressbereich als den hier. Das zeige ich euch auch einmal. In meinem Fall das USG legt die VLANs an, die VLANs anlegen bei dem Unify-Controller habe ich schon mal in einem anderen Video reingepackt. Da in meinem Fall aber an dem USG erst ein SIXL hängt und dahinter einen Unify-Switch, müssen wir das hier einmal eintragen. An sich hatten wir das schon durchgegangen. Jetzt ist nur wichtig, wir müssen für den Lag-Port, in dem Fall Lag 1 und Lag 2, auch VLANs definieren bzw. hinterlegen, weil standardmäßig haben die gar keine. Da gehen wir auch wieder auf VLAN, dann VLAN. Wir haben hier nämlich diese extra Lag-Ports. Da gehen wir einmal auf VLAN-Port
Und jetzt können wir uns die einmal anschauen. Standardmäßig ist es so, ich habe alle Ports untagged 1, das heißt, das ist das Standardnetz. Und ich habe hier in meinem Fall zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier einmal nachschaue, wir gehen jetzt zum Beispiel auf VLAN 10, ist einmal die 2 und die 4 getaggt für den Switch. Aber gleichzeitig auch nochmal Leg 1 und Leg 2. Weil standardmäßig ist bei den Leg-Ports untagged alles bzw. excluded und automatisch ist, wenn ihr ein Link Aggregation gemacht habt, kommen die VLANs nicht mehr durch. Das heißt, wenn ihr den Leg-Ports manuell nochmal den Tagged-Haken für eure einzelnen VLANs gibt, hier zum Beispiel die 10, 15, 16 und 20, erst dann werden die durchgeswitcht auf den Unify-Switch. Dann können wir uns hier schon mal nochmal anschauen. Hier ist an sich, kommen dann die VLANs hier bei den Ports an und können dann hier über die Porteinstellung zum Beispiel auf den einzelnen Port angepasst werden. Wir gehen hier einmal kurz auf Abbrechen, gehen zum Beispiel auf meinen Rechner, machen einen Haken rein und hier könnten wir jetzt die einzelnen Netzwerke manuell ansteuern oder auch spezielle Profile erstellen. Das kann ich euch aber in einem anderen Video dann nochmal genauer zeigen. An sich kann man hier jetzt sagen, es soll nur ein spezielles Netz nehmen oder halt alle. Mit alle heißt als untagged immer das Standardnetz in diesem Netz hier. Und als tagged alle anderen Netze. Und dann kann man zum Beispiel, wie für zum Beispiel mein hier den APAC Pro, habe ich einen extra Management-Netz angelegt, damit der in einem anderen IP-Adressbereich läuft. Können wir uns auch kurz anschauen. Gehen wir nämlich hier auf Abbrechen, gehen hier zum Beispiel auf den APAC Pro, sehen wir hier auch die Watt, die er gerade verbraucht. Gehen auf Bearbeiten. Und hier sehen wir schon, habe ich ein extra Profil angelegt, wo das Management-Netz untagged ist und alle anderen Netze tagged, dass auch mein Gast-WLAN und mein normales WLAN funktionieren. So, das wäre es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!